glaube nicht. Aber egal, Chris, wir beide können das jetzt schon mal vorbereiten. Und zwar brauchen wir einmal eine Farm mit Karotten. Brauchen wir wirklich Karotten so viel? Schweine züchten wollen wir nicht. Carrot. Ach du Scheiße. Carrots gibt's auch noch. Wild Carrots. Aber was kann man denn so aus Carrots machen? Veggie-Salat kann man machen. Aber das war's auch schon. Lohnt eigentlich gar nicht. Nö, also ich würde sagen eher Kartoffeln. Ein komplettes Feld mit Kartoffeln. Und eine Reihe mit Dings dann. Würde ich jetzt sagen. Oder? Wie wollen wir das denn Erstmal machen? würde ich grundlegende Felder machen für Karotten. Nee, Kartoffeln meine ich. Weil ich schätze mal, das wird unsere Hauptnahrungsquelle. Erstmal ja, bis wir die Tiere vernünftig züchten können. Also ich würde sonst sagen, Ja. mit zwei Felder fertig machen. Erstmal hier irgendwo in der Ecke und dann nachher machen wir ein schönes Gewächshaus noch. Ja. Gewächshaus. Das So. erinnert mich an früher. Ach, mit Ansgar. Ich esse nicht weiter aus. Ach so, doch, das ist okay. Oder was meinst du? Nee. Hä? Sprechen wir später drüber. Okay. Nee, aber zur Aufklärung, wir hatten mal zwischendurch eine Testwelt, Mike hier. Und mit dem alten Modpack noch. Und da hatten wir einen großen Seed-Mangel. Und da hat sich einer unserer Kollegen die Mühe gemacht und hat ein Feld aufgebaut, wo man, wenn man Getreide einmal geerntet hat, hat man so im Schnitt zwischen drei und viermal das Inventar voll gehabt. 2, 4, 5, 2, 4, genau, so. Und das war natürlich ein bisschen sehr extrem, aber wir hatten immer noch teilweise zu wenig Seeds. Weil wenn man mit Bienen arbeitet, braucht man relativ viel Seed Oil. Und bei Seed Oil kriegt man halt aus Seeds, da kann man entweder Pumpkin Seeds nehmen, Melon Seeds, die aber halt beide nicht wirklich effektiv sind, wenn man das mal richtig bedenkt. Höchstens halt Melon Seeds. Hatten wir zu dem Zeitpunkt aber leider nicht. Oder? Ne, hatten wir danach erst. Und ja. Baum und so. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Hast du eine permanente Wasserquelle draus gemacht? Jetzt, gut. Ihr könnt euch mal Dreck schnappen und einfach das ganze Ding bis auf in der Mitte mit Dreck füllen. Und Okay. weiter im Text. Wollt ihr es noch? Ja, genau. Und eventuell machen wir das hier auch noch, nur nicht in dem Maße. Müssen mal gucken, ob wir wirklich noch mit Bienen arbeiten oder nicht. Bin ich noch nicht ganz so begeistert von, weil das ist recht langwierig und kostet auch genügend Rohstoffe. Also wir haben da, glaube ich, sämtliche Projekte, also sämtliche anderen Mods haben wir zu dem Zeitpunkt zurückgestellt. Und ob das nun von mir aus kam oder von anderen, ist mir jetzt egal. Hast du es verstanden? Du da in grün, blau, rot. Ja, ich weiß, dass es von dir kam, Halt die ja. Klappe. Finde ich schön, dass du es eingestehst. Ja, total. Ja, und genau. Deswegen haben wir das jetzt erstmal ein bisschen zurückgestellt. Und das hat nichts damit zu tun, dass der Mod noch nicht up-to-date ist. Das war aus freien Entschlüssen, dass wir das nicht machen. Ja, na klar. Genau. Nee, also wenn der Mod noch aktualisiert wird, was hoffentlich passiert. Das heißt extra Trees und extra Bees, beziehungsweise Bin-Mods, so rum. Und wenn die geupdatet werden, werden wir die wahrscheinlich auch noch mit reinnehmen und dann mit Bienen noch ein bisschen experimentieren. Durchstarten. Genau. Mike, du kannst hier schon mal für Bäume ein bisschen eine Fläche suchen. Für Bäume und Büsche. Wir hatten kurz einen Steam angeschrieben, verdammt. Ignorier's. Tue ich auch. Hast du Erde? Ist sie vielleicht in links? Mike, mach das mal bitte so. Das können wir ja erstmal machen. Komm mal her, Mike. Dass du. Echt? So, hier den ersten machst du einen Sapling hin. Dann lässt du drei reichen, oder? Damit die Bäume nicht allzu groß werden. Drei sind das, glaube ich, Ja, ja. dann lässt du drei Immer drei frei. zwischen Platz.
Und dann machst du wieder einen Baum. Das wiederholst du bis nach ganz hinten durch. Okay? Und zwischen den Bäumen pflanzen wir Büsche hin. Okay? Ich helfe dir auch, keine Angst. So, das soll natürlich sein. Und ja, genau. Was hatte ich noch? 3, 1, nee, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Baum, nicht. Baum, nicht. Baum, nicht. Baum. So, im Normalfall sollte das genau aufkommen. Das ist bei mir abnormal lag. Was hast du denn gemacht? Ach, meine FPS sind wieder hoch. Hast du die Renderdistanz runtergestellt? Mal auf Das Time muss ich runter. wahr. Oder Short. Bei 99%. Dann starten wir neu am besten, Falle. Ja, der liebe Herr Lemon Freak hat öfters mal Probleme mit seinem Minecraft. Eben. Und ja, er hat leider nur ein 32-Bit-System, wodurch er nur eine 32-Bit-Java-Version installieren kann. Dann kann man nur 1 GB RAM zuweisen. Und das ist bei uns hier definitiv zu wenig. Ich habe zurzeit 5 GB? Okay. Ja, das ist mir neu, aber. Okay. Habe ich noch nie darauf geachtet, wie viel ich ihm eigentlich gegeben habe. Hey, wake up! Mann, jetzt stupft mich auch noch irgendwer an. Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Wo denn? Teamspeak. Wer? Ist Na, wer ist online? Also, es kann auf jeden Fall nicht Evergreen sein. Es könnte höchstens der andere sein. Okay. Warum schreibt er mich an? Warum schreibt er mich erst im Steam an? Na, warte doch mal rum. Na egal, anderes Thema. Ja, gut. PC umbringen. Büsche stehen, da steht alles, gut. Machst du mal eine Hoe? Oder zwei wahrscheinlich? Ja, wenn du glaubst, dass zwei reichen. Hä, so viel ist es doch gar nicht, oder? Ach nee, die Rate wurde ja runtergesetzt. Hehe. Ich hoffe einfach, dass zwei reichen. Dann hoff mal weiter. So, hier haben wir die Sticks. Musste meine Träume immer zunichte machen. Tut mir leid, ja. Das war so klar. Ach du Scheiße. Baum ist direkt gewachsen. Cool. Ja, und eine Sache wollte ich noch. Alter. Ey, jetzt spammt er. Ich töte denjenigen, der mich jetzt anschreit. Meine Güte, wenn man im TS Ich ist. würde fast sagen, lass uns mal eben kurz eine Aufnahmepause machen. Dann kann Lemon Freak seine FPS-Probleme in den Griff bekommen und du deine Personenprobleme. Ja. So, okay, dann bis Und gleich. bei mir geht's. Bis gleich.